Mal im Freunde, willkommen hier auf der Schrottplatz. Hier haben wir Audrey 2 und ja, ich war ein wenig irritiert, habe jetzt ein bisschen rumgetestet und habe jetzt alles mal mit Priegel probiert und was funktioniert hat, so ein bisschen. Erst will ich den Priegel mal anquatschen, ganz kurz. Überleg mal, Bernd, wie können wir unsere Mulk aufgeben? Okay, ich komme mit. Das hatten wir schon mal. So, pass mal, die Taschenlampe, die geben wir ihm mal. Die Akkus sind leer. Okay, die Akkus sind leer, heißt, ne, hier ist ein bisschen Strom, wir können vielleicht die Akku laden mit Kabeln. Taschenlampe mit Kabeln dran. Ob das durch den TÜV geht? Weiß ich nicht, ist mir egal. Was ich jetzt weiß, dass ich das jetzt hier mit der Tür probiere. So, vollgeladen. Für eine volle Kanone. Für vollen Spaß. Ob ich verrückt bin? Ja, bei den Spaßanwandlungen, Bernd, glaube ich das auf jeden Fall, dass du mittlerweile schon, dass der Stromschlag dir mehr geschadet hat, als wir das dir glauben wollen. Wir machen mal jetzt hier, geben mal Priegel, die, ob der was der priegeln kann, so, das ist... Und jetzt noch etwas zum Bündeln des Lichts. Zum Bündeln des Lichts? Wasser? Das funktioniert so nicht. Hätte ich ja vorher sagen können. Momentan kein Durchgang, Trotthaufen, zum Bündeln des Lichts. Wut, du bündelst jetzt sofort dieses beschissene Licht. Aber Bernd, was solltest du in diesem Spiel mit einer verkohlten Topfpflanze anfangen wollen? Ja, da hast du recht. So dumm, dass du keine Maispflanze bist. Sonst könnte ich wenigstens Popcorn aus dir machen. Recht hat er, pass mal auf. Können wir noch was nehmen? Der nimmt, glaube ich, eh nichts mehr. Wirklich? Genug? Ja. So, bündel das Licht. Hier kannst du mit Klebeband was bündeln. Das hast du nicht gerade. Ja, doch, ich hab's versucht. Bernd, ich hab's versucht. Ich bin verzweifelt. Bretter, damit bündeln wir. Hallo? Nägel. Das funktioniert so nicht. Holzbretter. Das hast du nicht. Doch. Hallo? Ich probier's gerade sinnlos aus. Das hast du nicht. Aber? Dose. Mit allergische Reaktionen auslösendem Wasser. Ja, aber das ist doch eigentlich perfekt. Kommt das hier mit dem Schrott? Hallo? Das funktioniert so nicht. Pflanze habe ich schon probiert. Doch, ich hab's probiert. Hallo? Das funktioniert so nicht. Das hast du nicht. Also es ist seltsam, dass immer zweimal hier das Symbol auftaucht. Ah, okay. Aber so viel Sachen haben wir ja irgendwie gar nicht. Können wir denn den Leiter vielleicht mit dem Kinderwagen? Eigentlich ganz gut, nur die Stabilität ist noch präoptimal. Präoptimal? Bist du mal aufbringend? Ich hau dir gleich präoptimal was auf die Fresse. So, und dann können wir das paar Bretter stabilisieren? Nein! Nein, das ist echt bitter. Hier, da sind die Bretter. Das sind die echt kacke, weil die Facecam sitzt genau vor dem Inventar. Hallo? Nein, ich priegel hier. Kinderleiter. Schon besser, Bernd. Kinderleiter. Aber die priegelsche Qualitätsprüfung würde es noch nicht bestehen. Die was? Ich glaube, das kommentiere ich lieber nicht. Schließlich sitzen ja vielleicht Kinder vor dem Bildschirm. Das könnte sein, ja. Das, haben wir denn noch was? Können wir hier ein bisschen nägeln jetzt, Priegel, Kinder? Oh, ein Belagerungsturm. Hoffen wir, dass Eisenbeißer Willi kein siedendes Öl runterkippt. Ja, siedendes Öl. Du bist seltsam, Schatz. Sehr seltsam. Egal, bringen wir es hinter uns. Der Turm ist zu niedrig. Entschuldige, Busch. Aber ich habe halt kein Diplom in Belagerungsturm bauen. Ich schon. Wenn wir nicht rüberkommen, kommen wir vielleicht durch. Wie? Ohne das Tor anzufassen? Vielleicht könnte ich ein optisches Schneidinstrument auf Basis gebündelten Lichts herstellen. Priegel was zusammen. Für das optische Schneidinstrument bräuchte ich Licht in Wellen- oder Teilchenform. Sowie etwas zum Bündeln derselben. Okay, hier sehe ich einen Kohlleuter, wo auch immer der herkommt. Sieh mal einer an. Der ist quasi aus dem Nichts gekommen. Ja. Können wir den nehmen? Ich nehme mal ein paar Kristalle an mich. Oder auch gleich den ganzen Kohlleuchter. Während deine Arme sind so kurz, wie bist du da dran gekommen? Wie hat er das gemacht mit den kurzen Armen? Okay, pass mal auf. Kohlleuchter,
Hier, Briegel, das sollte helfen. Er priegelt was. Hier, Bernd, du hast aber nur einen Schuss. Oh, eine Laserkanone. Ja, aber was lasern wir jetzt? Die Tür? Ich würde sagen, wir lasern die Tür weg, liebe Leute. Lieber Spieler, willst du wirklich, dass ein Brot mit viel zu kurzen Armen eine gefährliche Laserkanone bedient, die wahrscheinlich international geächtet ist wegen gefährlicher Albernheit? Ja, auf jeden Fall. Wie weit ist es mit der Welt gekommen? Das ist eine berechtigte Frage. Warum hört nur niemand auf mich? Okay, der Schrotthaufen, aber was hat uns das gebracht? Ein Stromkasten. Okay, wir können den Strom abstellen und so vielleicht über die Dings klettern. Oh, wir haben einen Schatz freigelegt. Priegel? Dieser Gegenstand ist mir zu simpel. Pass mal auf, du kriegst gleich simpel was auf die Fresse, da, so alter Bumblebee-Man. Das ist Dr. Bumblebee. Dieser Gegenstand ist mir zu simpel. Was habe ich denn noch im Inventar? Pass mal auf, Klebeband. Vielleicht sollten wir das mal isolieren. Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen. Und dann sag's mir gefälligst vorher. Moment, in Belang. Audrey kann auch nichts machen. Was haben wir noch? Klebeband, Dosen mit Wasser. Ah, genau. Wir setzen das Ding unter Wasser. Dann fliegt die Sicherung raus und dann schön mit Öl. Sicher nicht die eleganteste Art, aber nichtsdestotrotz effektiv. Yippie! Der Spielplatz ist offen! Schrottplatz, Schaf! Schrottplatz! Oh, die Dose können wir mit, kriegen wir mit. Okay. Gehen wir da jetzt wirklich rein? Freunde, Eisenbeißer Willi klingt nicht wirklich einladend. Also das Eisenbeißer Willi, das ist... Ich klick drauf. Oh, der hat Wachenden. Und ich bin ein Brot. Ich muss hier weg. Okay, Bernie, dann versteck du dich draußen. Wir versuchen, die Enten einzusperren. Quack, 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 quack. Komm zu Mama. Der hat eine Rockermütze auf, der Erpel. Das ist ja cool. Ein Kampferpel. Wir müssen ihn unschädlich machen, sonst traut sich Bernd nicht hier rein. Kron. Ein fahrbarer Magnetkran, der Schrottplatz-Klassiker. Gut, dass ich meine Zahnspange nicht mehr habe. Ach ja, sonst hätt's ein Problem. Das ist Einkaufswagen. Ein löchriger Einkaufswagen. Gebt mir etwas biegsames Metall und ich flicke ihn wieder. Oder gebt mir Antimaterie und ich... Ach, diese Möglichkeiten. Antimaterie. Das Ding ist, es gibt eine Folge, wo Priegel wirklich Antimaterie irgendwie erschafft. Oder Entenfutter. Quarkis Qualitätsentenfutter mit 20% weniger Rindenmulch als vergleichbares Entenfutter mit 20% mehr Rindenmulch. Das war eine Verbraucherinformation vom Allerfeinsten. Das können wir es nehmen. Ja, ich glaube, Entenfutter könnte nützlich sein. Der nimmt gleich den ganzen Sack. Ich habe gedacht, der nimmt ein bisschen. Aber was ist hier, ein Golfbloch? Das ist... Der Typ scheint irgendwie ein Entenfetischist zu sein. Verschlossen. Diese Tür ist zu. Das heißt, man kann sie nicht öffnen. Ein Einkaufswagen mit Loch. Entschuldigung, ich bin ein bisschen müde. Es ist schon ein bisschen später. Es ist schon irgendwie 1:30 nachts und wir haben da einen Panzer. Chili? Sheep Majors! Superheld! Ihr habt ganz schön was geraucht, Freunde. Es ist Dr. Bumblebee Bush. Brillant, blättrig, belesen. Belesen? Bekannt in Stadt und Land? Nee. Am Spruch muss ich noch arbeiten. Okay, habt ihr gesehen, dass hier ein Panzer steht, Freunde? Noch ein Panzer? Das ist ein verkackter Schrottplatz. Da oben sehe ich einen Schulbus. Alter, der hat ja zwei Panzer stehen. Alter, fällt der. Und hier Kron, aber das sieht aber gar nicht gesund aus, was da so raussuppt, ne? Mann, Briegel, pass mal auf hier mit dem Erpel, ne?
Können wir denn das Entenfutter mal ein bisschen hier mit den. Ne? Bitte? Was? Ja, der sein Körper ist mal auf. Ich könnte jetzt die Funktion dieses Kranes in allen physikalischen Details erläutern. Aber ich passe mich dem Publikum an. Er funktioniert mit Magie. Sag mal, Alter, hast du mich gerade beleidigt? Bin ich dein Publikum? Bin ich dir zu blöd oder was? Ich meine, der hat nicht ganz unrecht, ne, aber ne? Mein Opa hat Krone gebaut, oder das so, komm, wir gehen. Oh. Wie Chili mal geht, der tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Nochmal. Oh, das ist eine Kanone, das ist eine Kanone. Oh, was ist das? Was ist das? Ist das? Ich kann nichts machen. Freunde, seht ihr, was ich sehe? Ich dachte mir, wenn schon eine Zeitreise in ein Auto einbauen, dann auf jeden Fall eins mit Stil. Der DeLorean! Wie steht der DeLorean? Na, wer jetzt hier an dieser Stelle noch nicht mal zurück in die Zukunft Let's Play geschaut hat, der Switch auf jeden Fall sofort dahin, weil das ist einfach so göttlich. Gut, wir haben DeLorean, hier ist eine Figur von der Osterinsel. Ja, gestört. Sehe ich da Bronzehörner? Pass mal auf den Kran nochmal. Oh. Können wir den DeLorean abschleppen? Haben wir jetzt den DeLorean kaputt gemacht? Kann es wahr sein? Ein DeLorean! Damit kann ich in der Zeit reisen. Und er hat Flügeltüren! Der Fluxkompensator ist das, was Zeitreisen überhaupt erst möglich gemacht haben. Feuerwerkskörper, können wir nichts machen. Eine Ampel. Osterinsel, das ist Weiche. Eine Weiche. Eine Weiche mit zwei Bergen und einem schönen Lummerland. Können wir das machen? Aber wir müssen wahrscheinlich hier, ne? Zick, hier Kran, dann müssen wir hier die Jagdstute, ne? Wobei Bronze und Magnet, das, ne? Aber es ist halt ein Spiel, liebe Leute, ne? Das ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Können wir nehmen mal den Kran, pass mal auf. So, kommt man die Weiche jetzt ran? Moment. Eine Weiche. Eine Weiche mit zwei Bären. Schießpulver finde ich. Kinetische gut. Beschleunigung durch Verpuffung in Pulverform. Einsacken. Okay. Können wir die Jagd hat schon die Luft sprengen? Diese Anfrage ist mir zu kryptisch. Zu kryptisch? Ich hau dir gleich kryptisch was auf die Fresse, Alter. Das ist verschlossene Tür. Mhm. Ja, wir müssen irgendwie die Weiche hier umstellen. Aber ich kann nichts machen mit der Weiche. Riegel? Irgendwie fehlt hier ein Stock. Können wir denn... Moment, das Problem ist, ich sehe nichts. Komm, hier die Schaufel, eine Weiche, Schaufel. Das ist mir statistisch gesehen unmöglich. Pass mal auf deinen Vater und den DeLorean nochmal. Pass mal auf, können wir den nochmal... Ich kann den nicht mehr runterbringen. Da ist noch eine Kanone. Jetzt vielleicht. Weiter geht das gar nicht. Was haben wir hier? Reifen. Reifen. Können wir die Reifen da vielleicht? Das ist im Moment. Der Typ echt. Ah, genau, den Dino wollte ich mir angucken. Der ist echt cool gemacht, muss man sagen. Das ist auf jeden Fall eine coole Skulptur, ne? Das ist schon vom Allerfeinsten. Aber dann, ich klicke mal ganz kurz hier auf die Lupe. Da ist der Kran. Da ist die Tür. Da ist eine verschlossene Tür. Ach, das wird manchmal zweimal angezeigt. Das ist ein bisschen tricky, aber auch gar nicht so schlecht. So, pass mal auf. Können wir denn jetzt vielleicht das Entenfutter in die Reifen legen? Ich bitte dich, das macht man doch nicht. Auf den Einkaufswagen? Zumindest nicht, wenn jemand zusieht. Mit Chili kann ich auch nicht reden. Können wir die Tür aufsprengen? Ist mal ohne Scheiß, Freunde. Ich kann die Handlung zurzeit nicht ausführen. Briegel, du bist ein kleiner Klugscheißer. Kann das sein? Pass mal auf, dann geh mal jetzt hier. Komm mal her.
Was haben wir denn hier sonst noch? Wir ganz kurz mal hier auf das, auf die Lupen gehen. Der Flux, ist das echt der Fluxkompensator, liebe Leute. Ein Fluxkompensator, unentbehrlich für die Zeitreise. Der Fluxkompensator. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann hast du die 80er verpasst. Aber sowas von, ne? Ein Fluxkompensator hat die Zeitreisen überhaupt erst möglich gemacht. Den habe ich gar nicht gesehen, der gehört ja normal so ins Auto, ne? Ich wollte schon immer mal einen Fluxkompensator haben. Ich auch. Und ein Pony. Aus Stahl, das Lichtgeschwindigkeit reiten kann und Laser aus seinen Nüstern schießt. Man kann nicht alles haben, aber einen Fluxkompensator. Briegel, du machst mir Angst. Drähte. Schon wieder Drähte. Also hier gibt's auf jeden Fall viele Drähte in dem, auf dem Schrottplatzgelände. Und ja, meine lieben Leute. Hier ein weiterer Autofriedhof. Hier ist noch ein Dino. Hier ist ein Schiff. Da ist ein Wal, der weiße Wal. Was der hier alles auf dem Schrottplatz hat. Also da ist eine Rakete. Meine lieben Leute, ich... Okay, können wir denn vielleicht den... Wo ist das Schießpulver? Pass mal auf, das Schießpulver mit den Drähten? Das geht so nicht. Okay. Gut, dann sage ich jetzt einmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben also den DeLorean, ne, entmannt. Wir haben den Fluxkompensator gestohlen und wir müssen dann in der nächsten Folge mal schauen, wie das Ganze hier weitergeht. Liebe Leute, ich sage mal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und vorbei, wie gehabt, in diesem Sinne ab in die Rinne. Und was hier auf diesem Schrottplatz alles zu entdecken ist, das ist unglaublich. Da könnte man irgendwie echt eine Stunde suchen. Ist das da oben noch ein Bär oder was? Das sind wir die Panzer haben wir schon gesehen. Da ist noch eine Waschmaschine. Aber der Dino ist geil. Hier das schöne Schornstein. Meine lieben Leute. Reifen. Können wir mit den Reifen irgendwas machen? Ja, irgendwie, ich weiß es auch nicht. Die Leute in diesem Sinne ab in die Rinde, Freunde. Halt euch wacker. Ciao, ciao. Und bis zum nächsten Mal. Sagt euer Spiegel 45. Total fasziniert von diesem Schrott.